Die hohen Herrschaften wissen schon, was sie tun. Tun wir das? Ich handle immer aus dem Bauch heraus. Ihr gehört auch nicht per se zu den hohen Herrschaften. Ihr seid quasi nur natürlich, ihr seid kurzfristig in den Adel aufgestiegen. Nein, ich bin nein, sein Leben lang. Er ist Ritter. Mein Herr wollte seine Ehre herausfordern. Nicht, dass er euch zum Duell fordert. Ihr seid aber nur auf kurze Zeit ein Gaugraf. Ja, aber ich bin ja trotzdem ein adliger Ritter danach. Selbst wenn ich kein Graf bin. Ein Ritter ist kein Hochadel. Habe ich auch nie behauptet. Ich sagte, ich bin adelig. Und ich sagte, die hohen Herrschaften wissen schon, was sie tun. Ja, und ein hoher Herr ist ja wohl jeder, der irgendwie über dem gemeinen Volk steht, oder nicht? Nun, es gibt da noch gewisse Abstufungen. Ja, und hoher Herr ist die allgemeine Anrede. Wenn man gar keine Ahnung hat, der niedrigste Bettler ist, dann muss man je mit hoher Herr anreden. Ah? Ihr werdet es noch lernen. Bei den Horasiern scheint das alles ein klein wenig anders zu sein. Da wissen auch die Bettler ganz genau, wie man Leute anspricht. Ich fürchte auch. Bestimmt. Die Wette würde ich ja gerne mit für euch 500 Dukaten eingehen. Na, habt ihr Mut? Steht ihr zu eurem Wort? Wir schweifen schon wieder ab vom Thema. Hat er nicht. Das will er nicht. Hat er nicht. Dachte ich mir auch gerade so. Einfach nur lügen. Dass der Herr Preios erfährt, Abelmir. Der zieht dir die Löffel lang. Das sagt ihr mir? Ach, wenn Chor vor mir steht, dann kommt der auch nicht an mich ran. Euer Vertrauen in einen Gott ist gut. Aber Praios, wollt ihr wirklich ihn herausfordern? Warum? Ihr habt doch gerade gelogen in der Situation, nicht ich. Ich habe nicht gelogen. Ihr glaubt also, dass jeder Bettler die richtige Ansprache für jeden wichtigen Mann kann. Das ist also das, was ihr gesagt. Das war die These, die im Raum stand. Nicht jeder Bettler. Ich sagte, jeder Bettler eventuell im Horasreich. Genau, und da sage ich euch 100 Dukaten dagegen, dass ich irgendeinen Bettler im Horasreich finde, der Horasier ist und der keine Ahnung von Anreden hat. Das mag sein. Ja, also stimmt eure Aussage nicht, also habt ihr doch gelogen. Es ist eine These. Keine Feststellung. Ja, aber dann werdet doch einfach dagegen. Dann sagt ihr doch, okay, eure These wird ja stimmen. Dann sind das ja 100 Dukaten, die ihr leicht verdientes Geld habt. Ihr seid ja sicher ein Irrenmann, Abelmir. Jetzt müsst ihr auch zu eurem Wort stehen. Ich muss gar nichts stehen. Das ist genau das, was ich hören wollte. Man muss als Adliger zu nichts stehen. Das ist nicht sehr bitterlich von euch. Es geht nicht darum, jetzt 100 Goldstücke zu gewinnen. Ich bezweifle außerdem, dass ein Wetteinsatz eine besondere Form des Adelsprivilegs darstellt. Es ist eher eine, Wetteinsatz sollte man unterstreichen, dass ihr zu eurem Wort steht, nicht mehr und nicht weniger. Nun, ihr habt ja diese horrende Summe vorgeschlagen. Und ich muss ja nun nicht drauf eingehen. Horrende Summe? Wir sind doch hohe Herren. Hat doch jeder ein paar hundert Dukaten einmal. Nun, für euch mag es geringer scheinen, aber 100 Dukaten sind 100 Dukaten. Für mich mag das geringer scheinen. Bevor ich euch kennengelernt habe, kannte ich Leute, die haben mal gesagt, es gibt Leute, die besitzen eine Dukate in Goldstück. Ja, ich sage auch, 100 Dukaten ist eine große Menge Geld. Ja, ich weiß das. Und warum tut ihr dann ab, als wäre es 100 Dukaten nichts? Oh, weil wir uns doch mittlerweile auf einem anderen adligen Niveau bewegen. Hören wir damit doch einfach auf. Wenn ihr wisst, wie sagt ihr das denn anders gerade so schön? Das Geburtsrecht ist nichts wert. Nur das, was wir uns erarbeitet haben. Hat der Landesgewalt heute so gesagt. Fand ich gut. Hört sich nach was an. Gesinde gibt den Landesgewalten manchmal gar seltsame Ideen in den Kopf. Ach, wenn ihr wüsstet, was für Bekanntschaften Abel mir gemacht hat. Ja, aber mir hat er wohl für Bekanntschaften gemacht. Nun ja, erzählt mir nicht, dass er schon wieder seine nächste Affäre. Nein. Ich traf einen gewissen Herrn. Ihr könnt euch erinnern an den Herrn, den wir von der Feier ausschließen mussten. Sein Name ist Paul Berra. Die Leiche! Nun, genau. Er ist keine Leiche, aber er steht kurz davor, wahrscheinlich nach seinem Aussehen zu schließen. Nun, er offerierte mir gewisse Informationen über... Nun ja, Vorgänge am Kaiserhof zur damaligen Zeit, als Galotta noch erster Reichsmagus war. Und habt ihr gedacht, ihr gebt euch mal mit dem guten Mann ab? Ich war interessiert an diesen Informationen, deshalb suchte ich ihn auf. Ich kann das schon verstehen. Sie duzen einander. Ja, ich kann das schon verstehen, dass man mit jedem Geschäfte macht. Ich bin Bettler, ich kenne das. Es ging nicht um Geschäfte, es ging um Informationen. Und ich denke, Informationen sind ein Geschäft.
das mag wohl angehen, aber darum geht es jetzt nicht. Was habt ihr ihm denn im Gegenzug gegeben? Nun ja. Zusicherung. Es gab keine Zusicherung meinerseits. Sagen wir so, es war eine schmerzhafte Erfahrung für mich, aber nun gut. Also habt ihr euch doch gebückt? Gleich. Bitte? Nein, 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 nicht in dieser Hinsicht. Also wenn es doch um Sex geht, habe ich das Silberstück gewonnen, Rafim. Könnt ihr mich etwas ausreden lassen, damit ich euch die ganze Geschichte erzählen könnte? Oder wollt ihr sie nicht hören? Ja doch, aber ich hatte mich schon wieder Angst um mein Silberstück. Aber fahrt fort. Gerne. Nun, dieser Herr traf Galotta, beziehungsweise Galotta war ja zeitlang Gast in Brabak. Und Pulbera hatte wohl engeren Kontakt zu ihm und erzählte ihm wohl eine Geschichte, die wohl nicht in den offiziellen Annalen des Kaiserreichs vorhanden sind. Ihr könnt in wessen Hintern? Annalen. Es bedeutet so viel wie Geschichtsschreibung. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Okay. Darf ich? Ja, mach mal einfach weiter. Ich wollte nur wissen, wessen Hintern. Kein Hintern. Dachte, es ging um Sex. Ich will mein Silberstück dann noch gewinnen. Gut, es ging nicht um mein Hintern. Oder ja, ja. Damit betroffene Sexualpraktiken, wenn ihr das meint. Weder jetzt noch in Zukunft. Gut. Also. Gaius Galotta. Gaius Cordovan Galotta. Gaius Cordovan Galotta. Gaius Cordovan Eslam Galotta. Exakt dieser. War zu dieser Zeit Hofmagier am Hof des Kaiser Harls. Und Kaiser Harl, nun, wie wir wissen, war ja nun ein eher schwächlicher Herrscher. Mit nicht besonders viel Willenskraft und Stärke ausgestattet. Und er forderte Galotta auf, an seinem Hof, im Beisein seines Hochadels und der Zauberin Nahima, der damaligen Geliebten anscheinend des Kaisers, einen... Ich bitte euch, das ist doch ein sehr hanebüchener Anschuldigung. Niederen, wollt ihr mich ausreden lassen? Danach könnt ihr eure Anschuldigung gerne vortragen. Ich will euch nicht den guten Namen Kaiser Harls durch den Dreck ziehen lassen. Es ist eine Geschichte. Ob sie nun wahr ist oder nicht, das mögen andere entscheiden oder auch ihr. Ich möchte euch nur diese Geschichte erzählen, wie sie mir Pulbera erzählt hat. Nun, der vertrauenswürdigste Mensch der Welt. Aber fort. Nun, Pulbera erzählt mir, dass Galotta einen niederen Dämon beschwören sollte. Im Beisein des gesamten Hofadels und der Zauberin Nahima. Nun, offensichtlich gelang die Beschwörung. Aber der Dämon geriet trotzdem außer Kontrolle und tötete wohl eine Gouvernante, eine Begleitung von Nahima. Diese beschuldigte daraufhin Galotta des Mordes an ihrer Begleiterin und Galotta wurde zum Schalkappentanz verurteilt. Nun behauptet aber Galotta aus den Gesprächen mit Pulbera heraus, dass Nahima die Beschwörung kontrollierte oder manipulierte, sodass ihn offensichtlich keine Schuld traf, außer die eigentliche Beschwörung überhaupt angefangen zu haben. Ihr seht, Galotta ist ein Opfer. Oh ja, das arme Opfer. Oh, er wurde vom Hofe verbannt. Und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als einen Zug der Oger zu entfesseln. Nun ja, er war wohl so von Rache verzehrt auf Nahima und die Umstände. Ich will ihn nicht entschuldigen. Ich will es nur schildern, wie Pulbera es mir geschilderte. Gewäsch. Also ehrlich gesagt, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Aber der Hof und Harl und auch gewisslich Mahima trifft ebenfalls eine Schuld. Und sie wurden nicht angeklagt. Die Frage ist doch, ob das nicht nur vielleicht Gewäsch war von dem Mann, weil er einfach die Beschwörung
verkackt hat. Möglicherweise. In ihren Ausführungen eines halbtoten Nekromanten. Aber meint ihr nicht auch, dass eigentlich eine Leichtigkeit sein sollte, einen niederen Dämon, selbst einen niederen Dämon, von einem Range, wie Galotta ihn damals besaß, es müsste ein Leicht sein, ihn zu kontrollieren. Und das ist die ewige Plage von Mardas Frevel. Denn man kann ihn nicht immer kontrollieren. Irgendwann leistet man sich eine winzige Unaufmerksamkeit und zack, schon ist der Dämon frei. Das ist auch das, was mir gesagt wurde. Es geht irgendwie 100-mal gut und beim 101. Mal, dann verlierst du deine Seele oder andere Leute Seelen kommen zu Schaden. Dann lasst euch nie auf Zauberei haben, mir. Irgendwann kehrt sie sich gegen euch. Niemand, der reinen Glaubens ist, würde auf so eine frevelerische Tat kommen. Wenn ich mich recht entsinne, war das Beschwören und Beherrschen von Dämonen damals noch, nicht sagen angesehen, aber zumindest toleriert. Nun, es wurde ihm befohlen von seinem eigenen Kaiser. Also, wen trifft die Schuld? Galotta? Sicherlich. Kaiser Hahn? Auch. Es obliegt uns allen, das zu tun, was richtig ist. Nicht unbedingt das nur, was recht ist. Richtig. Aber er hat es nur einmal getan. Und es gibt natürlich gewisse Unstimmigkeiten. Fällt euch nicht auf, wieder, dass ein Magier vom Format der Galottas keinen niederen Dämonen kontrollieren konnte? Ja, wie gesagt, irgendwann geht immer irgendwas schief. Man kann die Mächte der Niederhöllen nicht kontrollieren. Das ist ein gefährlicher Irrglaube, das zu glauben. Das mag sein, aber... Also ein Stück weit Kontrolle wird wohl möglich sein, aber man sagte mir, irgendwann geht immer irgendwas schief und das ist etwas, woran ich wirklich glauben kann, gerade bei diesen chaotischen Nächten. Das mag wohl sein, aber... Es hat bei mir einen gewissen Zweifel gesät. Ja. Jetzt sagt ihr aber nicht, dass ihr vielleicht auf der falschen Seite steht, oder? Nein, garantiert nicht das, aber... Nun, ich denke, Kaiser Hahn stand ebenfalls vielleicht unter einem gewissen Bann dieser Nahema. Man hört Gerüchte und... Nun ja, die sind nicht die besten. Kaiser Hahn hat aber nicht vor Rachsucht seine Seele verpfändet. Kaiser Hahn hat nicht die Silja von Ogern auffressen lassen. Und Kaiser Hahn errichtet kein Dämonenkaiserreich im Osten. Kaiser Hahn ist in den Wald geritten und kam nie wieder. Ach so, habt ihr den verloren? Wir denn keine Leibwachen hier in dieser... Die nahm er mit. Wenn unsere Not am größten ist, wird er eines Tages wiederkommen und uns erlösen. Jedenfalls, selbst wenn das, was Paul Berra euch erzählt hat, wahr ist, es rechtfertigt nicht die Schrecken, die Galotta über uns gebracht hat. Das sicherlich, aber es gibt gewisse... Nun ja... Man kann ihn verstehen, seine Motivation. Was? Ihr könnt ihn... Nein, ich sage, man kann es verstehen. Seid ihr sicher, dass ihr in der grauen Gilde richtig aufgehoben seid? Vielleicht wollt ihr nochmal nachfragen. Hört einmal zu. Lasst mich einmal ausreden und dann kann ich das erklären, meine Aussage. Man kann ihn verstehen, dass aus Frustration, aus Hass sich ja dunklen Mächten zuwandte. Ich heiße es nicht gut, dass er dies tat, aber sind wir nicht alle schon... hin und wieder dem Hass erlegen. Ich schaue Jalan an. Und doch haben wir alle noch unsere Seele fest im Griff. Nun ja, manche von uns hatten dieses Glück. Passt jetzt gut auf. Also ich finde, Glaube ist keine Glückssache. Glaube ist eine Überzeugungssache. Da möchtet ihr recht haben. Glück ist vielleicht... Wenn ich aus irgendeinem Grunde wenn irgendjemand irgendwie, sagen wir mal so, die Handtasche klaut, die Brieftasche klaut, den Geldbeutel klaut und dann erwischt wird oder nicht erwischt wird, das ist Glück für den einen oder für den anderen. Aber die Seele einfach mal so zu verpfänden, das hat doch nichts mit Glück zu tun. Das ist doch. Ich glaube, dass das Absicht ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Passt jedenfalls auf, dass ihr solche Geschichten nicht dort herum erzählt, wo man euch hören kann. Jemand, der euch nicht so gut kennt wie ich. Könnte auf die Idee kommen, die Inquisition zu informieren. Das hatte ich auch nicht vor. Ich wollte es nur erwähnen, mein Gespräch mit Paul Berra etwas zu erleuchten und meine Weggründe mit Paul Berra zu sprechen, euch darzulegen.
Wer ist dieser Polberer eigentlich? Weil, so wie ich das mitbekommen habe, wenn ich in Isarund, also in Frau Spurgels ins Gesicht sehe, ich natürlich, dann sehe ich dort eine sehr große Abneigung, sobald der Name auch nur aufblitzt. Nun ja, er ist Mitglied der Schwarzen Gilde und meines Wissens nach residiert er in Brabak. Er ist ein widerlicher Nekromant. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich möchte schon mehr wissen. Erzähl mal bei Zeiten darüber, wenn die anderen beiden nicht dabei sind. Nun, ich meine, mein Wissen über diesen Herren ist leider auch beschränkt. Es gibt gewisse Beschränkungen über, über dieses Thema zu reden und... Nun ja, ich denke, es ist besser, ihr lernt ihn persönlich kennen, wenn ihr dies wirklich wollt. Ich rate euch, ihm aber nicht die Hand zu geben. Warum? Nun ja, er hat die unangenehmen Eigenschaften, fremde Hände zu brechen. Oh, das hört sich wirklich schmerzhaft an. Das ist es. Kehren wir zu etwas Angenehmem zurück, zur Schlacht. Ihr seid ein seltsamer Mensch. Seltsam. Ist noch schmeichelhaft. Habe mir nicht, dass ich mal deine Geschichte erzählen muss, ne? Irgendwelchen jungen Leuten. Ich hoffe, dieses Gespräch bleibt unter uns. Naja, wenn wir dich nicht hängen sehen wollen, haben wir ja keine Wahl. Ich verfasse ja keine Briefe an die Inquisition. Dann schaut man zu Isarun, zu Yalan. Kein Kommentar. Lasst euch nicht mehr mit Nekromanten ein. Seltsam, dass man euch das sagen muss, Abelmir. Die Tür der Taverne geht auf, es kommt ein bisschen kalte Luft rein und ihr könnt sehen, wie Albrax gerade reinstiefelt, gemeinsam mit Igna und auch ein paar anderen Zwergen. Ihr könnt sehen, die Baronin ist wohl anwesend, Angrosch Media. Und stiefelt da ebenso mit dreckigen Händen herein und ja, setzen sich dann an den Nebentisch. Sowieso gerade ziemlich voll, aber für Zwerge hat man immer ein Plätzchen. Ah, seid ihr ja? Seid ihr bereit? Ich habe schon gehört, dass es bald losgeht. Die Wolken können wir draußen schon sehen. Es wird ein Kampf. So weit ist es schon. Ja, ja, wir sehen sie blitzen. Lila und Purpur und so. Keine guten Zeichen, aber wir schaukeln das schon. Habt ihr Angst? Ach, ja. Wir haben Chor auf unserer Seite. Was haben wir zu fürchten? Natürlich habe ich Angst. Ja, kann ich schon irgendwo verstehen. Aber wir haben schon das ein oder andere vorbereitet. Den Sprengstoff habt ihr ja gesehen, ne? Ja, die Brücke, die Brücke. Ihr habt sie da angebracht, wo sie, wenn dort etwas kaputt geht, die Brücke einstürzen würde. Meine gute Freundin Angroschminia wird vielleicht den einen oder anderen Zweibeiner von euch, Großbeiner, Langbeiner, vielleicht noch überzeugen, guter Ingram-Priester zu werden oder so. Schauen wir mal. Zwinkert er euch zu. Wir sprechen und die immer das Augen so ein bisschen schreckend, wenn er das so sagt. Wir sprechen hier von Vulkanen. Das wird so gut. Ich weiß nicht genau, was ihr machen werdet, aber das klingt erstmal gut. Wir werden einen riesigen Vulkan auf das Schlachtfeld rufen. Auf deren Seite, hoffe ich. Ja, also wenn das mit unseren Berechnungen so hinhaut schon. Stellen uns dann unten in die Gänge rein und rufen dann die heilige Flagge vom Angosch an und dann schickt er uns seine Vulkane. Die brechen dann einfach über uns hoch und verglühen alle, die nicht... Ja? Kann man in Ingrims göttlichen Willen wirklich berechnen? Ach, Angosch Minia kriegt das schon hin. Bestimmt, Angosch Minia, wenn der Hochkönig das sagt, kriegt ihr das bestimmt hin. Ich hab schon gehört, dass ihr... Weit ist. Hab schon gehört, dass ihr Grafin Svanja auch kennengelernt habt. Ah, die will noch Yalan aufs Maul hauen. Sie ist, Abelmir, wie nennt ihr sowas, wohltemperiert? Nun ja, ich würde diese Dame nicht wohltemperiert nennen. Aber so nennt ihr mich immer. Das ist etwas anderes. Wenn ihr das richtig mitbekommen habt, dann wird sie wohl als Marschallin über die, Als Gräfin von zwei Mühlen wird sie dann die gesamten dapathischen Milizen anführen.
Besser sie als sonst wen. Wer? Nicht so wichtig. Es gibt hier 2000 Leute, die heißen alle Answin. Das kannst du dir nicht merken. Das kann sich niemand merken. Achso, ihr meint den Sohn von Barnheim. Ja, genau. Der ist nicht hier. Hab ich auch schon gehört. Ah, der kommt aber bestimmt noch. Er behauptet, seine Truppen zurückzuhalten, um den Feind in den Rücken fallen zu können. Ich glaube mir ja, dass er wartet, bis sich der Staub gelegt hat und dann seine eigenen Ziele verfolgt. Wir schaffen das auch ohne ihn. Sind ja nur ein paar Skelette. Und ein paar Dämonen. Kriegen wir schon hin. So ein paar Drachen. Und Drachenreiter. Ja, wir haben Xorlosche Drachenkrieger dabei. Und die Lanze Finsterfang, die wurde nicht umsonst ein paar Jahre geschmiedet. Hoffen wir, dass ihr Ziel findet. Hab schon vorhin, er prokelt sich so ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln weg. Ich hab schon vorhin so ein bisschen mit Irma gesprochen. Sie ist schon ganz schön müde, aber sie freut sich, wenn das dann morgen ein Ende hat. Hoffen wir, dass es morgen ein Ende hat. Wenn das morgen der erste Tag vom Sieg ist, wäre das super, wenn wir morgen den schwarzen Drachen besiegen, Galotta in die Jagdgründe schicken, seine Armee zerstören und danach den Rest der Tobrischen Lande endlich Frieden bringen können. Ja. Wir haben 4 Wochen in Altsoland zu fechten. Ihr müsst wissen, Drachen sind feige. Ich vermute mal, wenn wir die Heere zerschlagen, dann wird er wieder wegfliegen zu einer Wahrung oder so. Ich glaube zwar nicht, dass wir... Ich habe 140 Dukaten eine Wette am Laufen. Wehe, der Bastard fliegt wieder weg. 140? Ja, 20 Dukaten von jedem Korgeweihten bisher, dass er den Drachen erschlägt. Ich bin auch dabei. Wollt ihr noch einsteigen? Angroschminia, du hast mir nicht gesagt, dass die Korgeweihten auch wetten. Wir haben unseren eigenen Pott. Was? Ja, natürlich. Zusammenlegen. Wir haben unseren eigenen Pott laufen. Wir haben ein bisschen Endurium. Ich glaube, 2 Krümel Titanium liegen auch drin. Ich weiß gar nicht, wer das da alles reingetan hat, aber... Ja, ich glaube, mittlerweile müssten sie da so... ich glaube, mit Dukaten könnt ihr mehr anfangen, als wenn ich euch jetzt die zwergischen schätze. Also, wir haben ein paar Edelsteine drin und müssten so sicherlich 7000 Dukaten sein. Was? Ja. Ich habe in den falschen Pott investiert. Verdammt. Egal. Wenn ich seinen Kopf euch bringe, kriege ich dann was extra? Ja, wenn ihr mir den Kopf von dieser Schmeißfliege bringt, dann klar, können wir euch sicherlich mal... Nee, nach Xorlosch werde ich euch trotzdem nicht mitbringen. Da sind die Alten dagegen. Aber ich kann euch was Schönes aus Xorlosch mitbringen. Finde ich gut. Hört ihr das hier alle an? Ich brauche den Drachen. Den brauchen wir alle. Ich nehme an, wenn Rassasur fällt, wird der größte Teil seiner Bande ebenfalls in sich zusammenklappen. Wisst ihr denn jetzt jeder, wo ihr morgen steht? Ja. Ich werde mit der Reiterei aufstellen. Ihr alle? Ja. Hoch im Norden. Das Norden? Ich glaube, das ist Norden. Aber mir hat Isarun auch? Du kennst die beiden doch. Man kann sie nicht aus den Augen lassen. Gut. Das heißt, jeder weiß, wo er morgen zu stehen hat. Gut. Dann, falls wir uns nicht mehr sehen, ich wünsche euch viel Bier in Angroschreich und... Stille in Morons Reich. Keine Ahnung, was man da wünschen soll. Langweilig. Schließt euch Angrosch an. Noch habt ihr die Möglichkeit. Wünschen wir uns doch lieber einen wohlverdienten Sieg. Oder endlose Schlachten im Reiche Koas. Ja, oder so. Gut, meine Freunde. Dann werde ich mir noch ein bisschen den Dreck unter den Nägeln wegmachen. Ihr habt den ganzen Tag gebuddelt. Und gestern auch. Und vorgestern. Ich hab die ganze letzte Woche gewonnen. Wo nehmt ihr die Kraft her, ihr kleinen Zwerge? Gut, oder? Wo nehmt ihr die Kraft her? Du bist am falschen Körper geboren. Du bist zwar klein, aber nicht dick genug. Genau, Ömer. Du musst mal ein bisschen was essen. Ja, das werde ich jetzt auch tun. Ich befürchte, wenn es auf der Schlacht genauso losgeht, wie ich mir das vorstelle, dann kann es sein, dass man tagelang nicht zu essen kriegt, je nachdem, wie lange das dauert. Gutes Zwergenbier. Das hält uns stark. Gut, dann, ich werde mich da jetzt wieder nach oben verziehen und dann, wir sehen uns. Hoffentlich.